Doch unglaublich. Ich finde das empörend, Herr Hofreiter. Ich empfinde Ihre Parteitaktik als empörend. Ich will hier appellieren, dass wir uns gegen die wahren Gegner unserer freiheitlichen Ordnung zusammenschließen. Und Sie kommen mit Ihrer Traumabearbeitung von Jamaika, weil Sie nicht Minister geworden sind. Was ist das für eine Rückgratlosigkeit, dieses Süppchen zu kochen, diese Kleinteiligkeit? Wenn Sie... Und Herr Hofreiter, nein, Herr Hofreiter, ich lasse jetzt gar nichts sagen. Legen Sie doch mal öffentlich dar aus den Jamaika-Gesprächen, wenn Sie darauf zurückkommen. Legen Sie mal dar, wären Sie da bereit gewesen, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu machen? Nein, rufen Sie. Das ist doch genau das Problem. Wir lösen die Probleme nicht. Und dazu fordere ich uns auf. Bundestag, Bundesrat, lasst uns einen Einwanderungs- und Integrationskonsens finden. Das wäre das Mittel, um die da klein zu machen.